Ja, ist egal, ich mache jetzt noch eine und dann gucke ich mal, ob ich danach noch Bock habe, es ist auch schon wieder 2:30. Felix, wir waren gerade einfach Sherlock und Watson. Ja, Mann. Oh, Halleluja. Watson. Na jetzt aber. Stell dich gut ganz weg hier. Nicht zu übereilt. Hier kann ich mal ein bisschen O2. So, hier mal Alarm auslösen. Jetzt sperre ich mich in Medbay ein mit jemandem. Na, wer kommt? Darf mich auch nicht zu sass verhalten. Ah, verdammt. Ich töte erstmal keinen. Ich muss mit jemandem allein im Raum sein. Ich darf auch nicht zu schnell auffliegen. Jetzt zur Elektrike. Allein mit jemandem in Elektrike. Nee, Lenny verschone ich jetzt. Nee, Lenny. Der wird gut zu mir. Der wird verschont. Ich hätte den jetzt unauffällig. Nochmal Rektum Meltdown. Ein bisschen für Panik sorgen. Bin der gar nicht falsch Richtung gerannt. Security. Verdammt! Das wäre meine Chance gewesen. Ach, das war jetzt sehr sass. Ich muss mal jemanden umbringen. Ich trau mich nicht! Ach, Kacke! Zwergi, erklär mir das mal. Mitten in seinem Was, ich war hier, ich war da gerade in Upper Engine und wollte gerade rüber zu Electrical mein Task machen. Nein, du warst dann Lower Engine und hast da einfach mal kurz... Ja, Lower Engine, Upper Engine. Ich wollte da gerade meinen Task machen. Nein. Also Güsi töten mag deine Task sein als Imposter, ja, aber... Ja, das sagst du jetzt hier, als das ist... Da warst du hier, ich hab dich doch... Ich hab Joey gerade wirklich in Lower Engine gesehen, das ist jetzt ungefähr... Ich war auch in Lower Engine und da war der doch, der hatte selbst die Leiche umgebracht. Ich bin auch vorhin die ganze Zeit, also... Ja, jetzt mir in die Schuhe schieben. Warum ist denn erst einer tot oder zweier? Warum sind nur zwei tot? Wenn ich Imposter wäre, wärt ihr jetzt alle schon längst tot, da wäre ich doch... Nee, weil du Kill-Coup, dann hast du jeder andere Imposter auch. Die eine Sache ist, ich bin mit Caleb relativ häufig, zwar unfreiwillig, aber relativ häufig rumgelaufen. Mhm. Caleb hat auch gesehen, dass ich meinen Download gemacht habe. Felix hat ich weiß nicht, ob er einen Upload gesehen hat, Felix hat den Card-Swipe auf jeden Fall gesehen. Gerade war ich mit Güsi noch im unteren Panel bei... ja, ich war jetzt auch überall. Ich war bei Rector und bin jetzt gerade noch unten weitergelaufen, weil meine letzten drei Tasks in Electrical sind. Und dann habe ich gesehen, dass links unten Blut spritzt und da waren eben ein Güsi und ein Zwergi. Also ich war mit Kami noch bei im Reaktor und habe dort... Die hat mich gesehen, wie ich dort um die Nummern-Dingens gemacht habe. Ich war in Security und habe auf die Kamera geguckt. Ich bin mit Lenny vorhin noch ein bisschen rumgelaufen. Das ist also... Den hätte ich also umbringen können, da war ich in der Nähe. Tor, das habe ich auch gesehen, aber das ist halt auch schon ein bisschen her und ich habe danach seinem Sales gemacht, sprich ich habe halt drumherum nicht mehr wirklich gesehen, was danach passiert ist, wie lange du drin warst, deswegen kann also, ich da jetzt auch nicht. Also ich stand eine ganze Weile mit den Augen töten gesehen. Ich stand mit Lenny die ganze Zeit im Lagerraum dort. Im Storage. Da stand ich mit dem, der hätte ich den Locker umbringen können, da war ich die ganze Zeit, also...
Da war ja, aber auch Woche. Caleb die ganze Zeit. Und Electrical war ich auch mit ihm zusammen, genau, in Electrical, der kam gerade. Da kam er ja gerade rein, als ich Dokumentar-Task gemacht habe und ist dann wieder unten ja. raus. Das mag schon sein, aber du hätte hast locker in Electrical. Wäre ich aber wohl blöd, jemanden in Electrical nicht zu töten. Das ist, Lenny kommt rein, da hätte ich ja Tür zu schließen machen und. Bitte, benutzt euren Verstand auch in der Nähe. Und tötet Zwergi mit dem Wort. Tötet Zwergi, genau. Da spricht hier bitte, der. Mann. Da spricht sich schuldig. Mach Zwergi weg. Bitte. Er ja, hat klar. Vor meinen Augen getötet. Zwergi töten immer auf die Kleinen hier. Und wenn du. Wenn irgendwer meine Imposter-Runde kennt, dann weiß er, dass ich nicht in so einer Runde schießen würde. Dankeschön. Bergi, nett gemeint. Ja. Na, dann schnappen wir uns den zweiten. Nee. Charlie war der zweite. Der andere war schon raus, deshalb habe ich so gekämpft. Deshalb habe ich so gekämpft, weil ich gesehen habe, dass der zweite raus ist. Das ist. Alter, tut mir so leid, du hattest jetzt nur... Ja, ich hab mich blöd angestellt. In jeder Runde, in der er mitspielt, oder in fast jeder, wurde er als erstes gekillt. Oder spätestens als zweites oder drittes. Danach wird er endlich Imposter und könnte sich eventuell rächen. Dann ich hab's der Mate einfach ab, weil er da ist. Und dann wird er auch noch... Einfach beim Killen erwischt. Dann werde ich erwischt, das ist... Richtig sad. Ist richtig recht schlechtes Glück, das ist... Was ist das? Richtig schlechtes Glück, das ist richtig schlecht. Das ist heute ein schlechter Abend für mich. Du warst für mich die ganze Zeit, weil du bist die ganze Zeit gefühlt nur im Kreis gelaufen in Story. Ja, ich bin nur durch die Gegend gelaufen und habe überlegt, wo. Ich wollte das Glück anstellen. Ich wollte nicht einfach. Ihr wart immer einen Haufen zusammen und da wollte ich. Ich wollte irgendwo einsperren, wollte irgendwo mal die Tür zu machen, damit ich. Das hatte ich auch mehrfach die Möglichkeit, aber dann war ich wieder zu langsam und es ist heute irgendwie. Es ist schon, ja. Es ist 3 Uhr nachts fast, das ist also, meine Reaktionszeit ist auch im Keller. Was ist jetzt mit Lenny, machst du jetzt noch weiter? Oder? Ich würde jetzt vielleicht tatsächlich noch eine einzige Rotation machen, dann halt nochmal irgendwie 3 Runden machen und dann halt aber auch nicht für meine Feier. Also ja, 3 pro Rotation halt. Bitte. Ich bin auch nicht böse, wenn ich nicht wieder mit reinkomme. Ich wurde schon oft genug getötet. Oh Mann. Ich wurde oft genug getötet. Das war eine coole und tapfere Runde. Ja. Mit Lachschmeiß dabei ist. Ja. Ich hab gehofft, dass ich vielleicht noch schnell mit reinkomme. Hat nicht geklappt, deswegen habe ich Skyman gespielt. So. Alles klar, Freunde. Wir starten in die Runde. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Viel Spaß. Let's go. Crewmate. Meine Imposter-Runde war zu tragisch. Das Spiel gönnt's mir nicht mehr. Töte mich nicht. Bitte. Nein. Das kannst du nicht tun. Ich mache hier nur meine Tasks. Ach, verdammt. Und jetzt werde ich jetzt safe getötet. Es dauert zu lange. Oder ich werde verschont. Er wurde ja safe verschont. So lange wie ich da drin war. Da muss ein Imposter lang gelaufen sein. Nicht das shit I'm out. Nee, Mann, also. Och nee. Wo? Fuck das shit I'm out. Gibt's nicht. Fuck this shit I'm out. Zwergi left the channel. Wait, wo? Mid-Bay.
Medbay. Medbay, ja. Wer habe ich zuletzt Felix in der Nähe gesehen? Also Elfnichan kam halt auch von da oben. Du bist doch erst, wenn, ach, wait, du hast sogar reported. Du bist doch von den Upper Enden stand, bist du doch von Richter Medbay da erst noch sagen? Systematisches Marine. Dann eben wieder zurück und, oder irgendwie, keine Ahnung was. Arno war noch. Lass mich hier noch ein paar Mal killen. Oh, du bist halt ultra leise. Ich muss dich mal. Die Situation ist besäufniserregend. Prost, ist eine Apfelschorle, aber was soll es? Also ich brauche noch stärkeres als Apfelschorle. Also. Ich hab noch Wasser am Flur. Ja? Du warst ja in Edmund, als Lights ausgegangen sind, oder? Ja. Als Lights angegangen sind, hast du gesehen, von wo Erik nach Edmund kam, beziehungsweise hast du ihn überhaupt gesehen? Ich habe ihn gesehen, ja, aber ich habe nicht gesehen, woher er kam. Er war schon drin, als ich ihn dann gesehen habe. Ich habe nur gesehen, dass Lissy aus Electrical rauskam. Heißt jetzt nicht viel, aber das ist auch die Elementin. Joey war ja auch drin und so weiter. Ich muss Kami mal der Runde weglassen. Weil das Problem ist, Zwergi müsste kurz bevor, entweder bevor Lights ausgegangen sind oder während Lights aus waren, gekillt worden sein. Weil ich das ist doch kein Zufall mehr. Storage gesehen, als bevor ich in Electric hier reingelaufen bin. Deswegen. Ich weiß auch nicht mehr, wer es getan hat. Das macht mich schon mittlerweile. Das macht und mich so. Da hat Zwergi noch gelebt. Ich werde bekloppt. Mir kam halt. Also ich weiß noch, dass Felix weiter rechts stand. Das ist, glaube ich, eine Task dort. Das ist doch nicht mehr normal. Ich weiß, als ich in Camps gegangen bin, dann ist gerade erst... Sind wir hierbei verstehen Sie Spaß, oder? Ich kann mir vorstellen, also Felix hatte die Chance, ich hatte die Chance und Elfnichan hatte die Chance. Was für eine Task hatte ich? Ich weiß nicht, du standst halt bei Cafeteria. Du standst da oben links. Keine Ahnung, welche Task. Kabel, ja. Dann Kabel. Warst du denn bei Medbay, Arno? Ich bin halt einmal, also ich bin halt von der Cafeteria, bin dann kurz runter zu Medbay. Und dann bin ich halt wieder raus und dann weiß ich, dass ich jetzt halt bei den Camps stand. Und da habe ich halt jetzt gesehen, dass Elfnichan ich auch gesagt. Bei Electrical gesehen, zusammen mit Zwergi, by the way. Da bist du so komisch getänzelt, hast dann dich an eine Task gestellt. Dann bist du irgendwie rum und dann ganz viel irgendwie da auf der... Ja, ich habe gesagt, dass ich Zwergi beschützen will und der ist jetzt da. Na gut, funktioniert. Ich hab ihn auch noch. Und jetzt mal in den letzten Sekunden alle bitte bei Zwergi entschuldigen. Es tut uns leid, Zwergi. Sind wir hierbei, verstehen Sie Spaß. Entschuldigung. Schützen wollen. Das ist so süß. Ich bin hier das Opfer. Aber heute wirklich. Das ist. Es gibt manche Leute, die geben sich die Opfer runter. Stimmt sich über. Es ist ja. Ich hab's auf Video. Es ist hier alles ja skandalös. Die Opferrolle wird aufgedrückt. Ich will ja nicht. Schreibe ich mir nicht selber zu. Kann es hier keiner ausdenken. Und wenn ich es nicht auf Video hätte, würde ich es mir selbst nicht glauben. Es ist dreimal bei Lenny im Stream. Alle Runden. Es ist ein Prank. Das ist versteckte Kamera. Also meine Facecam läuft. Die ist immer an, weil wegen OBS. Wenn ich hier gefilmt oder so ist das hier. Ist versteckte Kamera, verstehen Sie Spaß. Hä? Ich stehe im Reaktor, wo ist die Leiche überhaupt? Guido, die Leiche ist in der Lexikon. Bist du da alleine jetzt, oder was? Nee, einer steht nochmal, der macht gerade die Task in der Mitte da. Ich weiß nicht, wer das nochmal genau war. Wer war gerade mit mir in Edmund? Also ich stehe komplett woanders.
Wer? Erik stand in der Nähe von dem Wind. Alter, bist du leiser. Dreh mal dein Mikrofon um. Nee. Nee, nicht wirklich. Hast du das Mikrofon jetzt wirklich umgedreht, oder? Nee, warte, nee, jetzt geht's. Ich hab dich jetzt gerade auf 200% gestellt. Ja, ich hab dir auch schon. 185. Ja, wie gesagt, ich hab Erik immer auf Ben stehen sehen, wo ich in Erik war und dann in meine Tasse angefangen habe. Okay. Boah, jetzt mach mal die Live. Das klingt nach einem, entweder nach einem verkackten Double Kill oder nach einem Self-Report. Ja, also warte mal, du hast die Task in Electrical gemacht und die Leiche liegt dort. Wo genau liegt sie in Electrical? Hinten oder eher vorne? Die Leiche? Die Leiche liegt eher hinten. Also ich habe zuerst die in Electrical die Aufgabe mit dem Schalter hochschieben gemacht und dann die zum Kabel verbinden. Und dann bin ich mit Kabel verbinden fertig geworden und genau dann hat einer getötet. Ich glaube, das war Felix. Bin mir auch nicht genau sicher. Ich stehe komplett woanders. Ich weiß es nicht genau. Ich bin bei den Manifolds. Hat dich jemand also dort gesehen oder hat jemand Felix gesehen, wie er beim Reaktor ist? War jemand oder da? War jemand in den Camps? Hinlaufen mehr, ne? Sehen? Hm. Der Kill ist jetzt gerade passiert. Ey, ihr seid ja doch zu zweit, ihr müsst doch irgendwas gesehen haben. Also der ja, es hieß doch gerade, der Scheibe hat jemand getötet, als er gerade die Task gemacht hat. Also muss so dieser Kill jetzt relativ gerade passiert sein, gehe ich davon aus. Darf ich für den, bitte kurz Elfnichan proben. Wir waren zusammen beim Scanner und da stand zuerst traurigerweise Waiting for Zwergi und stand bei mir Waiting for Elfnichan. Okay. Na, also Elfnichan ist komplett raus. Okay. Na, dann kommen wir für den ersten Film. Haben die bei euch gegenseitig gesehen oder wie? Nein, ich habe erst gesehen, dass da Waiting for Zwergi stand. Das war voll sad. Und dann war Elfnichan noch drauf nach Zwergi. Und dann aber siehst doch in der ersten Runde oder was? In der ersten Runde? Nee. Gerade eben. Nein, wenn Zwergi tot ist, dann steht er trotzdem waiting for, wenn das Geist. Ja, man muss auf die Geister auch warten. Ja, wenn der Geist sich scannt, steht das auch drauf. Wer kommt als einziges für den ersten Vote in Frage? Für den ersten Kill? Also für diesen Kill kann ich jetzt ausschließen, wenn er wirklich gerade passiert ist, Anno und Kami, glaube ich, weil wir waren zu dritt in Admin. Ja. Genau. Ich glaube gerade, das kann ja wirklich, ich glaube gerade langsam mittlerweile, das kann ja wirklich hier nicht, das kann man ja nur noch mit übernatürlichen Sachen erklären, das kann man ja nur, entweder ist das versteckte Kamera oder irgendwie verstehen sie Spaß oder irgendwie werde ich hier offiziell, ich meine eigentlich, ich habe heute Vormittag noch nicht gewusst, dass ich heute Abend, heute Nacht im Stream bei Nenificate sein würde, dass der Mensch spiele. Es muss da irgendwie dieses. Das ist eine Verschwörung gegen mich, da läuft eine gewaltige Verschwörung. Das ist irgendwas, das ist irgendwie, da muss man. Das ist irgendwie. Das Schicksal will es so, das ist irgendwie eine übernatürliche, göttliche Kraft, die da jetzt. Also ich keine Ahnung, das ist nicht mehr mit rationalen Mitteln zu erklären. Das ist nicht mehr. So viel Pech gibt's nicht auf der Erde, auf einem Fleck. Also zwischen nach Shields bei Communication oder? Das kann nicht. Also auf dem Gang, okay. Ja, genau, wenn du ein bisschen weiter gehst. Okay, dann belasten. Also weiter nach unten oder weiter nach unten? Jetzt weil ich war in Communication, ich war nicht bis zu Shields gegangen. Oh. Ich bin natürlich, es ist. Hast du Arno gesehen? Ich bin euch volle Kanne entgegengekommen, also ich kam ja gerade. Kam ja aus Communication aus der Richtung. Es ist gerade 3 Uhr nachts fast. Ja, warum ich glaube, ich weiß nicht, ob ich träume oder ob das. Schlafe ich schon und das ist alles gar nicht. Es ist. Ja. Und entweder Arno also ich hat. Ich kann Erik vouchen eigentlich, der. Kann da so schnell gar nicht gewesen sein, weil ich habe gerade die Lichter gefixt und da kam er rein. Wenn die logische Erklärung des Träumen. Ich liege eigentlich im Koma. Ja. Lissi, du bist überhaupt gerade gestorben. Das wäre die beste Erklärung. Wer wurde gerade reported? Kami. Kami Keks war es ja. Bei Zwergi war der erste Kill und Sven und Lenny waren die Runde nach. Lissi, du meintest doch, Elfnichan ist proofed wegen den Zwergen. Ja, absolut.
Also entweder müsstet ihr zu zweit halt Entertainment Next Level. Das ist warum sollte ich dann sowas wie... Aber muss man beim Scan wirklich auf die Toten warten? Ja, ja muss man. Warum sollte ich dann sowas erzählen? Wie soll ich mir sowas ausdenken? Ich weiß, das ist super dumm mit den Toten. Oh, das habe ich auch schon mal gemacht. Ich habe sowas noch nie gemacht und mir wird sowas auch nie einfallen. Dazu bin ich momentan vor allem viel zu tired. So. Also, Elfnichan und ich sind 100% proof. Ich stand jetzt gerade die ganze Runde in Admin rum, weil Admin war meine letzte Task. Abgesehen davon, dass für mich erstmal niemand proof ist. Ja, aber irgendwen müssen wir voten. Ich weiß nicht. Oh Mann. Ich glaube nicht, dass es true ist. Also wenn es halt stimmt, was Lissy sagt, dann... Trust me. Erich kann ich ausschließen, für diesen Kill zumindest jetzt. Also Erich kann ausgeschlossen werden von... Von mir. Felix. Also dann könntest du noch Joey und Anno sein, es sei denn, ihr beide deckt euch gerade, das kann ich halt auch nicht wissen. Ja, aber... So. Wenn wir bei den Kill halt nicht sicher sind, würde ich auch... Ey Leute, 20 Sekunden, was machen wir jetzt? Joey? Hm? I don't know. Warum mich vor allem? Erich hat mich vorhin aber gesusst. Obwohl ich ganz woanders stand. Ja, ihr Erik hat die wenigsten gesehen. Was machen wir? Ich hab Erik kaum gesehen. Wir sind lost. Das macht's ja irgendwie wieder gut. Ich hoffe so sehr, das war richtig. 100 pro. Das brauche ich nicht gleich zu tun. Das ist. Ich zweifle bloß gerade an meiner geistigen Gesundheit. Das ist... Irgendwie irgendwas. Ich fange schon an zu stottern. Ich höre es irgendwie. Übernatürliche Dinge gehen hier vor sich. GG. Oh Mann. Also, Real Talk, Felix. Ich hab's gesagt, das war Felix. Felix, als du da echt den armen Zwergi umgebracht hast, ich wollte sofort auf dich schießen. Ich fand das so scheiße, dass du den umgerollt hast. Ja, das Ding ist halt, ich hab überhaupt nicht auf den Namen geachtet. Oh Mann, ey. Und das war ein Panic Kill, weil ich dachte mir, da hat mich irgendjemand gesehen. Anno, bist du da gerade aus dem Vent gesprungen bei Shields? Ja, bin ich, deswegen hab ich dich. Ja, ich hab nämlich gedacht, ja. Okay. Ich wollte so im Herzen sie dann gerade rennen, dann killst du mich. Oh Mann. Lenny ist nicht da. Ja, ich dachte. Lenny ist kurz weg. Achso, Lenny ist kurz weg. Ja, war für mich so belastend. Ich wollte unbedingt, dass Bergi überlebt, ne? Und dann sehe ich, dass du den umgebracht hast. Ich war so, ach Mann, Alter. Weißt du, dann sind wir Imposter und können es uns aussuchen und wir bringen ihn um, Mann. Ich hatte richtig Mitleid mit dem. Ja, so richtig miese Prise für Zwergi. Ja, dann dachte ich, vielleicht cheat ich jetzt für Zwergi zuliebe gegen Felix die ganze Zeit. Und wenn Felix wirklich rausgevotet werden sollte, dann versuche ich dadurch, mich nicht mehr zu sassen. Aber ich dachte, das ist auch mega assi. Ich glaube, ich zweifle auch langsam so an meinen geistigen Fähigkeiten. Ich versuche es mir so zu erklären. Das ist jetzt in jeder Runde als erster sterbe und die Imposter-Runde, die lief auch so katastrophal schlecht. Ich habe schon geschrieben, sind wir hierbei Verstehen Sie Spaß oder so. Es muss ja, versteckte. Tut mir wirklich leid. Versteckte ey. Kamera oder so. Es lässt sich nicht mehr durch natürliche. Ich war jetzt gerade die ganze Zeit AFK. Was ja, ist das? Wir haben die so weit bekommen, Erik rauszuvoten. Oh, ja. Erik hat mich gekauft. Felix hat mich gekauft und damit auch Elfni. Ich bin sprachlos. Das war gut von mir. Halt nur noch zu sechs und wir waren alle los. Also auf Arno bin ich auch nicht gekommen, phänomenal. Aber Felix hat auch jetzt die ersten Runden nur sass. Sag mal, Arno, hast du runtergezählt, den Countdown von Emergency? Siehst du doch an deinem Kill-Cooldown. Das sind 15 Sekunden. Ich habe nicht runtergezählt tatsächlich, sondern ich habe Bauchgefühl. Das ist wirklich so eine Millisekunde, bevor man Emergency. Ich habe Bauchgefühl. Ich weiß nicht. Will ich noch eine Runde?